cool doch, dass er es geschafft hat, nach dem Social-Event gestern hier alle um 10 da zu sein. Vielen Dank. Mein Name ist Michael Bank, ich bin von der Kreativ GmbH. Wir sind herstellerunabhängiges Support-Unternehmen mit einem Fokus auf Postgres. Aber wir machen auch ganz viele andere Sachen, hauptsächlich auch Debian. Das heißt, gerade 80-90% der Debian-Paketierung für Postgres, also da sind inzwischen, glaube ich, 150 Erweiterungen, die es in zum Beispiel Debian oder Ubuntu gibt von Postgres, werden von uns paketiert, hauptsächlich von meinem Kollegen Christoph Berg, muss ich sagen, der auch das postgresql.org Repository bereithält. Falls das jemand kennt, da kann man die ganzen Pakete unabhängig von der jeweiligen Distribution für alle Versionen von Postgres runterladen. Ich will heute aber was erzählen, wie Postgres eure Daten sicher hält. Wer hier verwendet denn Postgres? Okay. Ist ja schon mal schön. Ja, genau. Also so als kleinen Überblick, ganz kurz was zu Security. Ich will jetzt nicht sehr viel zu Security sagen, einfach nur ein, zwei Worte vielleicht. Also hauptsächlich, was ich gerne erzählen will heute, ist, wie man Fehlertoleranz, wie Postgres Fehlertoleranz ermöglicht, beziehungsweise die Integrität von Transaktionen, also dass eben Daten nicht verloren gehen im normalen Betrieb oder wenn was passiert, beziehungsweise andersrum, wie man über Datenprüfsummen oder sonstige Checks dann selber sicherstellen kann, dass die Daten weiterhin sicher sind und dass nicht irgendwie das Betriebssystem oder der Storage oder so einen dazwischen gefunkt hat. Genau, Konsistenzprüfung. Außerdem auch, wie man Backup-Validierung sinnvollerweise einstellt, damit man sich sicher ist. Ich meine, alle wollen Restore, keiner will Backup oder wie heißt das? Also, dass man da sicher ist, dass die Backups richtig funktionieren. Vorab vielleicht zwei Sachen mal so, als um zuzugeben, dass vielleicht nicht alles so super rosig ist. Es gibt zwei Sachen, wie Postgres eure Daten nicht so sicher hält, oder drei vielleicht. Eine Sache, die ich vielleicht mal so hier ansprechen will, damit man die auf dem Schirm hat, gerade wenn jemand, wer verwendet denn Debian oder Ubuntu mit Postgres? Also schon einige, genau. Also es gab jetzt gerade das Buster-Release in Debian und in dem Buster-Release wurde die glibc so weit geändert, dass die Sortierungsabfrage, also Postgres verwendet im Prinzip oft das Betriebssystem. Ja? Also es schreibt einfach Dateien ins Dateisystem und geht davon aus, dass der Linux-Kernel seinen Page-Cache da vorhält. Das macht kein Direct-IO oder sowas wie andere Datenbanken. Und unter anderem nutzt es auch die glibc für die Sortierung von Strings. Und wenn man jetzt die gleichen Daten hat und vorher hatte man zum Beispiel Stretch und hat dann nach Buster einfach aktualisiert und die Postgres-Version ist gleich geblieben und man ist einfach wieder die Daten los, dann kann es sein, dass sich die Sortierung, die Sicht der C-Bibliothek geändert hat, sodass man vorher irgendeine Abfrage gemacht hat und der Index hat gesagt, okay, gibt's nicht oder gibt's und danach hat sich die Sortierung geändert und der Index sagt, ja, gibt's nicht, weil irgendwas anderes zuerst kam und dann kriegt man falsche Antworten. Da muss man wirklich aufpassen und das ist ein Problem. Das ist, glaube ich, auch wenn man das updatet, gibt es dann so einen großen Hinweis, ja, man muss die Indexe neu erstellen, also Re-Index machen von vor allem diesen Text, Waka oder Character-Spalten. Das ist leider ist so und da hat sich in der glibc immer mal wieder was geändert, aber gerade im Buster-Release mal so als Hinweis hat sich da sehr viel geändert. Also die haben da irgendwie einmal quer durch die Local-Sortierungsreihenfolgen geändert. Da muss man aufpassen. Zeige ich aber auch nachher noch, wie man das auch überprüfen kann. Aber hier ist es sinnvoll, dann die Datenbank zu reindizieren, wenn man da Möglichkeiten hat. Oder das auf jeden Fall vorher auch mal zu testen, ja, mit dem Datenbestand, dass da nichts passiert. Es gibt, oder andere Datenbanken verwenden vielleicht externe Bibliotheken für die Sortierungssachen. Es gibt inzwischen auch für Postgres die Support für die ICU-Bibliothek. Aber das ist kein generelles Lösungsmittel, oder keine generelle Lösung, weil man da immer jedes Mal sagen muss, okay, verwende bitte diese für diese Tabelle oder man kann nicht sagen, das ist einfach der Default und das funktioniert. Das hakt leider noch ein bisschen. Also da gibt es keine so tolle Möglichkeit. Ich verweise jetzt mal hier auf diese Wiki-Seite, da wird das zusammengefasst. Es ist auch so, leider jetzt ein bisschen zu spät, gerade jetzt im Entwicklungszweig wurde, es gibt so ein externes Reindex-DB-Tool und da wurde jetzt als Feature hinzugefügt, dass man das parallel ausführen kann. Ne? Oder auch nur diese textbasierten Spalten reindiziert. Das würde helfen, aber leider wird das erst in der nächsten Postgres-Version, die im nächsten Jahr rauskommt, dann drin sein. Also es hilft jetzt für dieses Buster-Release nicht. Ja, da gibt es gerne Fragen. Weiß Postgres irgendwie, wie die Daten in welchen Quellen sortiert sind und merkt sich das? Also wenn die GLC machen, ist völlig transparent, irgendwo hinterkommt und
Ja, ist halt so ein Systemaufruf. Die Frage war, merkt sich Postgres, dass irgendwie wie GLibC das macht? Nein, das ist eben auch das Problem, dass es da keine Versionierung in dem Sinne gibt. Da gibt es auch Vorschläge, wie man das vielleicht dann irgendwie in Postgres dann macht, ist aber leider immer noch nicht der Fall. Ich glaube, bei der ICU-Bibliothek, das ist halt deutlich jünger, die Implementierung, da ist es meines Wissens so, dass man da zumindest eine Warnung kriegt oder einen Fehler. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil ich das ehrlich gesagt auch nicht, eben weil es nicht so wirklich sinnvoll momentan out of the box eingesetzt werden kann für alle Sachen, habe ich das jetzt auch nicht so viel Erfahrung damit. Aber das ist leider echt ein Problem momentan, da muss man auf dem Schirm haben. Das andere Problem, was vor einer Weile gab es auch einen Linux Weekly News Artikel, hätte ich jetzt vielleicht auch verlinken können, aber weil der ist inzwischen frei. Es gab vor einer Weile, haben die Postgres-Entwickler gemerkt, dass wenn fsync, also wenn man die Dateien auf die Festplatte synkt oder auf das Storage synkt, und Postgres ist ja prozessbasiert, hat sehr viele Prozesse. Prinzipiell werden Dateien von vielen verschiedenen Prozessen geschrieben und es gibt einen Checkpointer-Prozess, der dann fsync aufruft. Und Postgres ist bis dahin davon ausgegangen, na gut, wenn fsync fehlschlägt und wir probieren es dann nochmal und dann geht fsync richtig, dann wird wohl das Betriebssystem alles gespeichert haben, wie wir wollen. Aber das ist nicht so. Der Use Case ist, irgendjemand zu den USB-Stick rausziehen und dann sagt Linux, na gut, dann schmeißen wir halt die Daten weg, weil die kriegen wir eh nicht wieder, bevor wir das alles im Speicher haben als Dirty. Also da gab es ein bisschen böses Erwachen bei diesen Fehlern und das war tatsächlich Datenverlust. Das gab jetzt, vor kurzem wurde das jetzt, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres kam ein Point-Release raus für Postgres, das jetzt gesagt hat, okay, wenn ein fsync-Fehler kommt, dann machen wir Crash-Recovery. Das heißt, wir brechen alles ab, starten neu und recovern aus unserem Transaktionslog. Da sind wir sicher, dass die Daten stimmen. Das fsyncen wir immer und das funktioniert. Und wir schmeißen sozusagen alles nochmal drüber, was da war, um da sicher zu sein, dass es keinen Datenverlust gibt. Bedeutet natürlich, dass alle Anwendungen erstmal unten sind und dann wieder neu sich verbinden müssen und so. Aber besser als kein Datenverlust. Und muss man auch dazu sagen, MySQL, MariaDB, SQLite, glaube ich, haben auch alle dann plötzlich das gemacht. Also das war jetzt kein Postgres, es war auch kein Linux-spezifisches Problem, es schien auch teilweise auf FreeBSD so zu sein. Da gab es ein bisschen böses Erwachen. Die andere Möglichkeit wäre hier Direct.io zu verwenden, also Datenbanken, die Direct.io verwenden, haben das nicht. Das ist wegen dem Buffer.io, was Postgres verwendet. Da musste man halt aufpassen. Und gut, die andere Sache, die manchmal tatsächlich auch passiert ist, bis 9.6 hieß das Transaktionslog-Verzeichnis PGX-Log. Und es gab, und ich habe es durchaus auch schon gesehen bei Kunden von uns, dass Leute gesagt haben, oh, ich habe keinen Platz mehr, dann lösche ich doch mal das Log-Verzeichnis. Da ist viel drin. Deswegen wurde das nach PG-Val umbenannt für Write-Ahead-Log. Also um das ein bisschen, also das natürlich passiert das jetzt nicht irgendwie andauernd, aber man hat das über die Jahre immer mal wieder auf der Mailingliste gesehen oder wir hatten auch ein, zweimal das Problem bei Kunden, dass das tatsächlich dann gelöscht wurde von Admins, die auch vielleicht nicht so sehr mit Postgres sich auskannten. Deswegen wurde das jetzt umbenannt. Das war auch mal so ein Ding. Kann jetzt Postgres selber nicht so wirklich was dafür, außer dass man es vielleicht von Anfang an hätte besser benennen sollen. Es gab auch noch ein anderes Verzeichnis, PGC-Log für Commit-Log. Das ist genauso blöd, wenn man das löscht. Wurde jetzt auch umbenannt nach PGX-Act für Transaction. Genau, das erstmal dazu. Vielleicht nochmal kurz zum generellen Stand von Postgres zu dem Zeitpunkt. Also momentan ist so, Postgres 11 ist die stabile Version. Postgres hat nach 9.6 auf 10.11 macht jetzt immer ein Major Release pro Jahr und das ist einfach weiter benannt. Also 10.11, die Version 12 wird demnächst rauskommen, wahrscheinlich so im September, Oktober, kam jetzt gerade vorgestern die dritte Beta raus. Da scheint es jetzt nicht mehr so viele offene Probleme zu geben. Die wird demnächst rauskommen und dann nächstes Jahr, und momentan ist schon die Entwicklung an der nächsten Version, die dann nächstes Jahr als Version 13 auch wieder in einem Jahr oder wahrscheinlich so im September 2020 dann rauskommen wird. Und eigentlich eine größeren Roadmap gibt es momentan nicht. Es gibt halt immer wieder neue Major Features in den Sachen, aber dass man jetzt sagt, wir machen irgendwie was ganz komplett Neues, würde ich sagen, ist momentan nicht auf dem Schirm. Außer, dass die Leute tatsächlich daran arbeiten, also vielleicht die MariaDB oder MySQL-Leute hier kennen das, an Pluggable Storage. Also Version 12 wird jetzt die Möglichkeit haben, dass man verschiedene Storage Layer hat und die Leute arbeiten da an anderen Storage-Methoden, um eventuell da optimierter zu arbeiten, aber eben beim Anwender wird das frühestens nächstes Jahr in der Version 13 rauskommen. Genau. Dann vielleicht ein paar kurze Worte zu Security. Eine Sache, die ich hier vielleicht noch erstmal dazu sagen sollte, was Security angeht. Was ja auch wichtig ist bei Security, ist, dass man seine Sachen patcht, also dass man Probleme patcht. Und da will ich kurz noch erwähnen, das habe ich jetzt hier auf den Slides nicht stehen,
Das Postgres-Projekt unterstützt jedes Major Release für 5 Jahre, und zwar von der Community. Also braucht man jetzt keinen Support-Vertrag von irgendeinem Vendor, sondern die Community unterstützt das für 5 Jahre. Das heißt, es werden im Prinzip, weil immer so im September, Oktober das rauskommt, 5 Major Releases gleichzeitig unterstützt. Und es gibt jedes Vierteljahr, jetzt eben am Donnerstag, diese Woche Donnerstag oder letzte Woche Donnerstag kam das raus, war wieder so ein Patch-Release, und in genau 3 Monaten wird es den nächsten geben. Kann man sich die Uhr oder kann man Wecker stellen und dann seine Datenbanken patchen. Es gibt manchmal, wenn es halt Sicherheitsprobleme gibt und die Sicherheitsanalysts oder wie auch immer, Entwickler, Researcher sagen, nee, also ich will jetzt nicht 3 Monate warten, ich veröffentliche das dann in 2 Wochen, dann gab es schon mal den Fall, dass das Postgres-Projekt out of the band mal ein Release gemacht hat, aber es ist in den letzten 3, 4 Jahren eigentlich nur 1 oder 2 Mal vorgekommen. Ansonsten, diese Releases sind auch so, dass dann nur Bugfixes gemacht werden oder Sicherheitslücken geschlossen werden. Im letzten waren es gerade wieder 2 Sicherheitslücken, die jetzt nicht kritisch waren, aber zumindest CVEs hatten. Also schon eventuell ein Problem. Ist natürlich immer die Frage, was benutzt man für Features, ist man da betroffen. Aber da ist das Postgres-Projekt eigentlich ziemlich gut. Das wird sehr gewissenhaft gepflegt und man versucht da auf Teufel komm raus keine Inkompatibilitäten. Also das ist die generelle Sache. Man installiert eine Major-Version und dann kann man die Patches immer einspielen. Man muss da nicht irgendwie die Daten erstmal dumpen und reloaden, weil das inkompatibel wäre. Das ist die Maxime, die das Postgres-Projekt da macht. Und auch die internen Funktionsnamen oder so ändern sich aller Voraussicht nach nicht. Da gab es nur ganz wenige Änderungen mal, dass man da vielleicht Erweiterungsprobleme hatte. Ansonsten, was ein Punkt von Postgres ist, was vielleicht auch normal ist vielleicht, aber einige andere Produkte das nicht unbedingt immer so gemacht haben in der Vergangenheit, und man hat immer gehört, also defaultmäßig wird bei Postgres nur von Localhost Verbindungen angenommen, wenn man das installiert und startet. Also es ist nicht, erstmal lauscht es nicht am Internet. Man muss es offiziell oder explizit freischalten für eine oder alle IP-Adressen außer Localhost. Und man hat die Möglichkeit, über sogenannte Host-Based Access Controls zu sagen, okay, nur von der IP-Adresse oder von dieser IP-Adresse darf man sich nur mit dem Nutzer auf die Datenbank zugreifen, mit der anderen IP-Adresse darf man sich nur mit dem anderen Nutzer auf eine andere Datenbank zugreifen. Da hat man sehr fein granular die Möglichkeit, den Zugriff einzustellen. Was ich aber auch sagen muss, was durchaus vielleicht ein Problem ist für Enterprise-Anwendungen, also diese transparente Verschlüsselung, Full Disk oder Full Table Encryption oder wie man das nennt, ist momentan nicht so toll. Es gibt die sogenannte PG-Krypto-Erweiterung, damit kann man dann einzelne Spalten explizit verschlüsseln, aber dann hat man Probleme mit der Indizierung, muss man irgendwelche Tricks machen. Wenn man halt, sagen wir mal, eine Passwortspalte hat, dann macht das Sinn, die vielleicht damit zu verschlüsseln, aber die ganze Datenbank einfach mal so ist schwierig. Da gibt es momentan Patches, aber da ist noch nichts wirklich umgesetzt. Genau, es gibt ein paar externe Projekte, die aber jetzt nicht Teil von Core sind, vielleicht doch auch Open Source, aber da dann, in diesem Fall muss ich sagen, gibt es durchaus andere Datenbanken, die ja wahrscheinlich weiter sind. Aber mehr wollte ich sonst jetzt erstmal nicht zu Security sagen, wenn es nicht noch irgendwelche Fragen gibt. Ja. Gut, also generell Fehlertoleranz, das würde ich mal sagen, war ein großer Punkt von Postgres, auch von Anfang an sozusagen die Idee, oder sagen wir mal so, Postgres ist ja aus einem universitären Umfeld gekommen. Entschuldigung. Und sicherlich gab es dann da durchaus irgendwie Forschungspunkte, aber also es war ja auch eine Neuentwicklung so mal von Ingress. Also man hatte schon da Erfahrung, man hat das nochmal geschrieben, die Leute kannten sich schon aus, die wussten schon, wie das funktioniert, und im Prinzip war das jetzt nicht so ein, ja, wir machen jetzt mal hier schnell, damit wir eine Datenbank haben, ein Projekt, sondern das ist schon organisch gewachsen, und als es dann als PostgreSQL von der Community übernommen wurde, war auch einmal der Punkt, erstmal das zu stabilisieren und Datenverlust auszuschließen, bevor man jetzt anfängt, irgendwelche Performance-Features einzubauen. Ja, was mir 2 sind eigentlich schon ein bisschen älter, schon 8, 9 Jahre jetzt alt, aber trotzdem 2 Zitate, wo Leute gesagt haben, okay, sie haben ganz viele Datenbanken gehabt, und dann irgendwann ist der Strom ausgefallen und wir mussten überall irgendwie Recover machen. Nur bei Postgres kam das dann wieder hoch, ohne dass man irgendwie manuell irgendwas machen musste. Hier auch. Das ist halt so ein Punkt. Ich meine, andere Datenbanken sind da inzwischen genauso weit, aber das war schon vor 8, 9 Jahren bei Postgres der Fall. MySQL hat ja bis vor einer Weile die Systemtabellen immer noch in MyISAM, glaube ich.
wo man dann beim Crash immer aufpassen musste, was damit passierte, weil es eben nicht transaktionssicher war. Das ist jetzt inzwischen ja auch nicht mehr der Fall, aber Postgres als Punkt war da schon sehr früh für eine Open-Source-Datenbank in diese Richtung gegangen. Im Prinzip, was Postgres macht, erstmal, wenn tatsächlich irgendein Absturz passieren sollte oder wie vorhin, wenn es eben einen F-Sync-Fehler gibt, dann sagt Postgres, okay, wir beenden alle aktuellen Verbindungen und wir starten neu, damit es keine Korrumpierungen gibt, weil vielleicht irgendein, wir starten nicht nur das Backend neu, weil eventuell gibt es irgendwie Speicherprobleme, aber wir starten alles neu, um da Probleme zu vermeiden. Und das Übliche, was Datenbanken heutzutage machen, ist, die Transaktion wird zunächst in einem sogenannten Transaktionslog gespeichert. Diese wird auch im Allgemeinen immer erst gesynkt auf die Festplatte oder auf SSD oder was man da nimmt. Und erst wenn das erfolgt ist, erhält der Nutzer dann die Antwort, ja, Transaktion erfolgreich. Und wenn dann ein Absturz erfolgt, werden ausgehend von einem sogenannten Checkpoint, werden alle Transaktionen aus dem Transaktionslog zurückgespielt und auf die Festplatte geschrieben, sodass man dann sich sicher sein kann, dass bis zu dem Punkt, wo eben der Absturz erfolgt ist, oder bis zu dem Punkt, wenn man das überhaupt nicht mehr recovern kann, halt dann eben die Transaktionslog vielleicht irgendwo anders noch abgespeichert hatte, da dann ein Zurückrollen oder ein Vorrollen erfolgt ist und man seine Daten wieder hat. Man kann da zusätzlich, wenn man will, Replikation verwenden. Postgres macht das jetzt auch schon seit 8, also das war auch, da muss man sagen, lange Zeit so, dass Postgres da nicht so toll war, aber jetzt inzwischen sehr stabil, seit Version 9.0, also auch schon seit 8 Jahren oder so, gibt es sogenannte physikalische Replikation. Und einen Punkt will ich hier nur ansprechen, also man kann im Prinzip asynchron replizieren, aber dann innerhalb einer Transaktion sagen, okay, diese Transaktion ist so wichtig, die will ich jetzt synchron auf einem Standby überspielt haben und sicher sein, dass er auf dem Standby auch schon abgespeichert ist, bevor ich dem Anwender sage, es ist okay. Damit nicht, falls die wird auf dem Master abgespeichert, der Standby hat die noch nicht, der Master geht kaputt, kann irgendwie die Daten nicht mehr reproduzieren oder recovern und dann ist die Transaktion immer weiterhin verloren, sondern sie muss auch auf einem zweiten oder meinetwegen dritten Rechner abgespeichert sein. Das Gute ist hier, man kann das einstellen pro Transaktion. Man muss das nicht für jede machen, weil das ist natürlich performancemäßig furchtbar. Aber wenn man wirklich wichtige Sachen hat, kann man die hier einstellen. Genau. Und man kann das auch noch in verschiedenen Stufen machen. Man kann sagen, der andere Standby soll es erhalten, der soll es abspeichern oder soll es auch nachgespielt haben. Sodass man sicher ist, wenn man dann den Standby fragt, dass er die gleiche Antwort liefert. Noch vielleicht ein bisschen genauer zu dem Transaktionslog. Es wird erstmal als sogenannter Buffer gespeichert und dann als sogenannte Wahldateien in Platte geführt. Und es wird eben gesynkt, das habe ich ja schon gesagt. Es sind 16 Megabyte groß. Und ein Punkt ist auch hier, die sind präalloziert. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass man Speicherprobleme hat und keinen Transaktionslog mehr anlegen kann, wenn die 16 Megabyte voll sind, sondern Postgres präalloziert da einige mit 0 Bytes abgespeichert und kann die dann halt verwenden. Die sind sozusagen schon auf der Festplatte vorhanden und werden dementsprechend dann auch recycelt, nur umbenannt. Die sind auch mit einer Prüfsumme versehen und werden eben dann periodisch auch noch geschrieben. So. Das Wichtige dann, um das zu verstehen, ist, die ganzen Änderungen an den Daten selber werden periodisch von einem sogenannten Checkpointer dann auf persistent ins Datenverzeichnis geschrieben und dann hat man eben ein Offset in dem Transaktionslog, irgendeine Nummer, wo dann steht, okay, bis zu diesem Punkt wurde jetzt alles mit einem Sync ins Datenverzeichnis geschrieben. Wenn jetzt ein Crash erfolgt, können wir von diesem Punkt ab ausgehen und dann die Transaktionslogs nachspielen seit dem Punkt. Da wird einfach dann drüber geschrieben und man kann sich sicher sein, dass am Ende das Erfolgreiche draus kommt. Was passiert jetzt beim Crash Recovery? Wenn man jetzt runtergefahren ist oder wenn beim Hochfahren, prüft erstmal der sogenannte Post-Master-Prozess, ob Postgres geordnet beendet wurde. Wenn das eben nicht der Fall ist, wird der sogenannte Recovery-Modus aktiviert und da werden dann eben die Transaktionslogs seit diesem letzten Punkt im Checkpoint nachgespielt. Und danach kann man entweder im Recovery-Modus bleiben, das ist dieser übliche Standby, Replikationsmodus, oder man ist eben im Produktivbetrieb und hat dann die Möglichkeit, Daten zu verarbeiten. Also da vielleicht noch als Erwähnung, Postgres erlaubt bisher kein Master-Master
Replikation. Das heißt, die Standbys sind alle nur lesen. Man kann da lesende Abfragen von machen, aber man kann nicht auf die Standbys schreiben, jedenfalls bei der physikalischen Replikation nicht. Es gibt auch inzwischen logische Replikationen, aber da gibt es bisher in Postgres keine Möglichkeiten. Also bei der logischen Replikation kann man auf beiden Seiten schreiben, aber es gibt keine Möglichkeiten, um dann Konflikte zu vermeiden oder so. Das heißt, das ist keine Master-Master-Replikationslösung. In dem Sinne gibt es nur von externen Firmen bisher als im Endeffekt proprietäre Lösung. Wird aber wahrscheinlich irgendwann kommen, aber bisher nicht der Fall. Genau, das wollte ich hauptsächlich zur Integration, Integrität von Transaktionen sagen. Gibt es da im Prinzip noch Fragen, wie Postgres da sozusagen mit Transaktionen umgeht und die Sicherheit? Nee. Gut, dann der nächste Punkt wären Datenchecksummen. Klar, wir haben jetzt gesehen, wie Postgres die Transaktionen sicher hält, aber es kann ja immer noch sein, dass aus irgendeinem Grund das Storage kaputt ist. Irgendwie, keine Ahnung, RAID-Controller schreibt irgendwas Falsches oder das SAN ist kaputt oder es wird trotz allem gibt es irgendeinen Bug im Betriebssystem. Und da gibt es seit einigen oder inzwischen, ich glaube seit 9.3, also in allen bisher unterstützten oder momentan unterstützten Postgres-Versionen, hat man die Möglichkeit, Datenchecksummen zu verwenden, aber diese Checksummen sind bisher nicht Standard. Das heißt, man muss sie explizit anschalten, wenn man die Instanz anlegt. Also die Instanz wird normalerweise von einem initdb-Kommando angelegt und da gibt es einen Wert, sag mal, Checksummen verwenden. Oder wenn man irgendwie Debian verwendet, kann man da gibt es auch einen Parameter oder in der Konfigurationsdatei kann man das einstellen, wenn man will. Aber das muss man explizit machen. Das ist leider bisher nicht so, dass Postgres das automatisch macht, aber man hat die Möglichkeit, wenn man will, Datenchecksummen zu verwenden und ich würde das eigentlich auch empfehlen, weil heutzutage die CPUs schnell genug sind, um dieses Checksumming zu machen. Aber man hat einen gewissen Overhead. Man muss ein paar mehr Sachen ins Transaktionslog schreiben, damit das funktioniert. Da ist eventuell ein Overhead vorhanden. Aber wenn man das eh schon drin hat, das braucht man für einige andere Sachen im Replikationsumfeld. Viele haben das eh schon aktiviert, dann ist der Overhead dann relativ gering. Was die Checksummen machen, sie schreiben dann eine Prüfsumme für jeden Datenblock in den sogenannten Page-Header am Anfang rein. Und die werden beim Schreiben gesetzt und beim Lesen überprüft. Und man kriegt dann einen Fehler, wenn die Checksum-Validierung falsch ist und nicht erfolgreich ist. Man kann aber mit Ignore Checksum Failure dieses dann zu einer Warnung runtermachen, wenn man halt sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie die Daten lesen und ich kann jetzt hier keine Fehler gebrauchen. Ich weiß, dass es da ein Problem gibt. Ich will die jetzt lesen, kann man das einstellen. Aber im Prinzip sinnvoll ist natürlich dann gewarnt zu werden, wenn es ein Problem gibt und das nicht zu ignorieren. Also Warnungen werden vielleicht eher selten. Nicht jeder überprüft seine Protokolldatei die ganze Zeit auf Warnungen vielleicht. Was man zusätzlich noch hat, ab Version 12, die jetzt also im September rauskommt, da gibt es eine Statistik, wie viele Checksum-Fehler gab es denn in der System-Tabelle PGStat-Database. Da kann man nachschauen. Oder zum Beispiel fürs Monitoring verwenden, das ist dann sinnvoll, kann man schauen, gab es irgendwelche Checksum-Fehler, wenn man das eingestellt hat. Ja, wie kann man das also aktivieren? Ich habe gerade schon gesagt, das ist nicht der Standard. Man muss dieses initdb-k verwenden. Das ist natürlich nicht besonders toll, weil man kann das nur beim Instanzstart machen. Man kann es bisher nicht danach einstellen. Man muss einen Dump-Restore machen und sozusagen die Daten in eine neue Instanz einspielen, die dann eben Checksum aktiviert hat, wenn man das haben will. Ab Version 12 aber wird es möglich sein, offline das zu aktivieren. Das heißt, man muss die Instanz runterfahren. Da gibt es ein Programm, das heißt pt-checksums. Und das geht dann durch jeden Block durch und schreibt die Checksumme rein und sagt danach, okay, Checksummen sind aktiviert. Dauert natürlich bei einer Terabyte großen Datenbank entsprechend lange, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und da muss man eben eine Downtime, Wartungsfenster oder so haben. Aber immerhin hat man jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will das jetzt verwenden. Zusätzlich muss ich dazu sagen, also das Feature wurde von mir und noch einem Kollegen zusammen eingebracht. Da wurde jetzt, oder es wurde dann so entschieden, dass wir jetzt da keine Absicherung machen. Das heißt, man kann, wenn das jetzt eine halbe Stunde dauert und der DBA geht Kaffee trinken und ein anderer kommt und sagt, hey, komisch, die Datenbank ist unten, ich fahre die wieder hoch, dann gibt es da kein Problem. Und der andere Prozess schreibt aber schön weiter die Sachen. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man da keine, das würde ich jetzt mal so als Warnung hier rausgeben, dass man da nicht
den Postmaster hochfährt oder Postgres hochfährt, werden diese Sachen gespeichert werden. Das ist wirklich dann Datenverluste. Vor allem, weil er am Ende nochmal den sogenannten Config oder den ganzen Control-Block schreibt mit dem aktuellen Checkpoint, der dann weit in der Vergangenheit liegen kann, und dann ist wirklich schlecht. Außerdem, Replikations-Setups sind nicht trivial, außer man fährt alles runter und macht auf jedem dann dieses PG-Checksums-Aktivierung. Da würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Es gab dann mal einen Post von dem Kollegen, der das auch gemacht hat, der meinte, ja, man kann das so und so machen, aber das war schon sehr hairy, würde ich nicht unbedingt empfehlen, da bei den Standbys das zu machen. Was allerdings schnell geht, ist, wenn man es deaktivieren will. Da wird einfach nur geschrieben, in dieser sogenannten PG-Control-Datei geschrieben, gibt es keine Checksum, und dann war es das. Dann werden die halt nicht mehr verwendet. Das geht sehr schnell, muss man allerdings auch runterfahren. Gut, ich komme dann gleich noch sozusagen zu der Roadmap, wie das vielleicht weitergehen kann. Erstmal, wie die Überprüfung sonst erfolgt. Ich habe schon vorhin gesagt, wenn man irgendwas liest, werden die Checksum überprüft. Aber vielleicht liest man ja nicht die ganze Zeit. Ja, man hat einen riesen Datenbank, mehrere Terabyte, und da sind irgendwelche alten Daten und die sind plötzlich kaputt, weil irgendwie der Storage kaputt ist, aber man liest die halt nicht die ganze Zeit. Oft ist es ja gerade so, dass bei großen Daten dann keine Dumps die ganze Zeit mehr gemacht werden, weil das einfach unhandlich ist. Viele machen dann so Base-Backups, und das war bisher ein Problem. PG-Dump überprüft das im Prinzip, ja, also wenn man PG-Dump verwendet, dann werden zumindest die Tabellendaten geprüft, aber der Dump dumpt keine Indexe. Die Indexe werden einfach als Definition gesagt und dann halt neu angelegt beim Restore, aber die werden nicht gedumpt. Die braucht man nicht zu dumpen, die werden einfach neu angelegt beim Einspielen. Was allerdings seit Version 11 ist, das sogenannte PG-Base-Backup-Tool, das so physikalische Base-Backups macht, das ist die andere Möglichkeit für Backups, überprüft seit Version 11 Checksum. Und das kann man abschalten, wenn man will. Und da ist es so, wir haben das so gemacht, also das war auch ein Punkt, den ich beigetragen habe, Checksum-Fehler werden als Warnung da ausgegeben, und am Ende ist der Exit-Status nicht null, aber es wird nicht abgebrochen. Ja, man will oft halt dann das Backup trotzdem irgendwie haben. Das heißt, PG-Base-Backup bricht nicht ab, aber man kriegt eine Warnung und der Exit-Status ist eben nicht null, wenn es einen Checksum-Fehler gab. Also das ist jetzt schon mal eine gute Erweiterung seit Version 11, dass eben in dem Fall, wenn man, sagen wir mal, täglich eins von den beiden Backups macht, dann weiß man spätestens an dem Tag, dass es ein Problem gab. Ansonsten gibt es auch seit Version 11 das sogenannte PG-Verify Checksums Tool. Das ist allerdings nicht so super hilfreich, weil die Instanz muss heruntergefahren sein. Es kann nicht online Checksum prüfen. Und es ist auch nicht so toll, weil selbst Base-Backups, man kann nicht einfach PG-Checksums auf ein Base-Backup, also einfach so eine Art Kopie machen, weil dann PG-Checksum sagt, ja, das Ding ist immer noch oben, weil das war der Zustand, als das Base-Backup gemacht wurde. Das heißt, man muss erst hochfahren, man muss wieder runterfahren, dann kann man es verwenden. Ist nicht so besonders toll. Es gibt noch einen PG-Backrest, das ist ein externes Tool, was man im Prinzip sehr gut empfehlen kann für Backups, macht auch physikalische Backups, hat es aber selber, also benutzt nicht PG-Base-Backup, sondern hat eine eigene Implementierung, und das checkt auch die Checksum. Also das kann man prinzipiell, denke ich, ganz gut empfehlen als Backup-Tool. Und es gibt noch ein paar externe Tools, die allerdings, also Google hat da was geschrieben, die scheinen das für ihre Cloud-Ding zu verwenden. Und dann gibt es noch hier von jemandem, aber die sind beide auch so, die kann man zwar online machen, aber die haben keinerlei Vorsehung da irgendwie, weil ich meine, wenn man online ist, dann ändern sich ja die Daten, und da gibt es keinerlei Vorsehung, dass man da irgendwann aufpasst oder so. Deswegen würde ich die jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Was ich empfehlen kann, wir haben bei Creative haben wir dieses PG-Verify-Checksums bzw. PG-Checksums, wie es inzwischen in Version 12 heißen wird, geforkt oder gemerged und da zusätzliche Features eingefügt. Und eins davon ist eben Online-Überprüfung von Checksummen. Wir hatten das auch versucht, in die Version 12 reinzukriegen, aber die Community hat gesagt, ja, der und der Teil des Codes passt uns nicht oder der und der Corner-Case ist uns zu haarig. Aber ich bin der Meinung, dass es eigentlich sinnvoll ist, das zumindest zu machen und dann halt genau zu schauen, wenn Fehler kommen, ist das jetzt ein tatsächlicher Fehler oder ist das ein Corner Case? Und wir denken auch, dass wir eigentlich die Fehler alle inzwischen behoben haben, aber die Community hat es bisher nicht akzeptiert. Der Punkt ist, man kann das jetzt auch prinzipiell selber hier verwenden. Man kann auch offline die Aktivierung von Checksum machen. Das geht aber in Version 12 ja auch, habe ich geschrieben. Oder schon gesagt. Aber der Punkt ist auch, es ist mit allen unterstützten Postgres-Versionen kompatibel. Das heißt, man kann das auch runterladen und dann für 9.5 oder 9.6 verwenden.
und es ist in Debian drin und auf app.postgresql.org. Gut, dann hat es noch eine Fortschrittsanzeige. Und die Fortschrittsanzeige ist auch in Version 12 drin, aber was bei uns noch der Fall ist, hat ein Kollege von mir geschrieben, den Patch, man kann SigUser 1, wenn man das vergessen hat, die Fortschrittsanzeige, und man sitzt dann davor und es sind 2 Terabyte und man würde gerne wissen, wann man die Produktionsdatenbank wieder hochfahren kann, aber man weiß es eben nicht, dann kann man SigUser 1 einfach dem Prozess geben und dann fängt er oder macht er mit der Fortschrittsanzeige weiter und man sieht halt, wie lange es noch dauern wird. Das ist eigentlich ganz nett, aber war den zu kompliziert erstmal, einfachste Version. Das ist generell, das muss man auch sagen, Postgres macht das so, man committet erstmal die einfachste Version von einem Feature und dann schaut man halt in der nächsten Version, ob man das irgendwie erweitern kann. Das war schon relativ spät im Release-Cycle, deswegen ging da jetzt nicht mehr. Ansonsten, was wir noch zukünftig machen, Online-Aktivierung von Checksum war schon mal committed, letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, wurde aber dann wieder zurückgenommen, weil Corner Cases. Postgres-Leute waren sich nicht 100% sicher, dass das funktioniert, weil man muss halt dann, die Sachen schreiben ja weiter und die Synchronisierung und die Locking waren nicht 100% garantiert, dass nicht irgendein Prozess noch alte Sachen ohne Checksum schreibt. Deswegen wurde das erstmal wieder rausgenommen und hoffentlich für die nächste Version, die nächstes Jahr kommt. Also bisher ist das nicht wieder aufgenommen worden. Das heißt, Online-Aktivierung ist weiter nicht möglich, aber sage ich mal auf der Roadmap. Hoffentlich kommt es dann nächstes Jahr raus. Es scheint jetzt ein bisschen voranzugehen und sind ja jetzt noch der Feature Freeze ist erst im März, also das ist noch ein halbes Jahr Zeit. Ich hoffe mal, dass das soweit sein wird. Online-Überprüfung, wie gesagt, haben wir versucht. Die Leute haben gesagt, da muss man sozusagen mit dem Server reden. Ja, wie ist denn der Status und so? Das macht die Sache relativ kompliziert und das mussten wir deswegen dann wieder rausnehmen. War die Zeit nicht mehr für Version 12, vielleicht müssen wir schauen, ob wir das bis Version 13 auch noch hinkriegen, aber ich bin momentan, oder ich habe bisher jetzt daran noch nicht gearbeitet. Ansonsten gab es auch ein Patch für das Commit-Log, also was ich geschrieben habe, PGX-Act oder PGC-Log inzwischen in 10, das eigentlich auch sehr wichtig ist, das bisher nicht gecheckt ist. Das ist eigentlich auch ein Problem, da muss Postgres noch vielleicht nacharbeiten und da gab es auch schon ein Patch, dass diese wichtigen Checks oder diese wichtigen Dateien auch noch gecheckt werden, das sind welche Transaktionen, Multitransaktionen. Allerdings ist es auch ein bisschen eingeschlafen, also da wird momentan nicht mehr dran gearbeitet. Ich hoffe mal, dass das wieder aufgenommen wird. Und dann das Letzte wäre eben, dass Datenchecksum endlich auch der Default sind, was bisher wie gesagt nicht der Fall ist. Jetzt hat man die Möglichkeit, das offline wenigstens zu aktivieren oder deaktivieren, aber auch in der Version 12 wurde das jetzt noch nicht umgestaltet. Also da vielleicht auch erst nächstes Mal, wenn es Online-Aktivierung gibt, beziehungsweise dann ist es ja auch kein Problem mehr, dass man das halt eben Default hat und dann nicht mehr das Problem hat, dass man es vergessen hat oder so. Soweit wollte ich jetzt zu Checksum, war jetzt relativ ausführlich, aber gibt es da noch Fragen dazu oder Anmerkungen? Okay. Dann, bitte? Benannt? Nein. Aber diese Checksummen sind nicht dabei, weil das halt Teil des physikalischen Dings ist. Und ein Dump ist ein logisches, da werden halt nur die Daten sozusagen. Nee, also die Frage war, werden die Checksummen beim Dump gedumpt? Ist nicht so. Allerdings beim Dump werden die Checksum überprüft. Also man kriegt halt dann mit, ob es ein Problem gibt oder nicht. Aber man kann jetzt nicht einen alten Dump nehmen und da die Checksum überprüfen. Stimmt. Also ist nicht möglich. Okay, dann ein Punkt zu Datenkonsistenz. Ich habe ja schon mal gesagt, im Prinzip PG-Dump ist in der Lage, Checksum zu prüfen. PG-Dump prüft auch einige andere Sachen. Mal kurz, genau, Entschuldigung, ich wollte, die bin ich jetzt durcheinander gekommen, ich wollte kurz die Folie noch sagen, also Datenkonsistenz selber ist so, Postgres hat kein generelles Tool verfügbar, was jetzt irgendwie sagt, prüf mal bitte die ganze Datenbank auf Konsistenzen, man muss sich das vielleicht aus ein paar Tools zusammenbauen, es gibt eben PG-Dump für Tabellendaten, dann kriegt man eben gesagt, okay, die Daten kann ich nicht logisch dumpen, komme ich gleich dazu, und es gibt eine sogenannte AM-Check-Erweiterung für zumindest einige Index-Typen, die dann die Konsistenz von Indexen bzw. die intere Konsistenz zwischen Index und Daten und Tabellendaten prüft.
Da ist allerdings weiterer Entwicklungsbedarf vorhanden, dass man das irgendwie zusammenführt, würde ich sagen. Gibt es eben kein generelles Tool. Aber wird es kurz drauf kommen. Man kann immer einen PG-Dump machen. Es ist, wie gesagt, so, dass viele das nicht mehr machen, weil die Datenbank einfach zu groß wird. Da müssen alle Tabellen gelockt werden. Das dauert einfach ziemlich lange. Es ist viel einfacher, vielleicht sogar einen Snapshot von dem Storage zu machen. Aber man kann vielleicht, was man sich überlegen kann, einmal die Woche wenigstens einen Dump nach Dev 0 zu machen oder so. Muss man die halt nicht aufheben, aber dann sieht man wenigstens, ob es Fehler gibt oder nicht. Weil bei Snapshots oder wenn man einfach die Daten wegkopiert, außer eben die Checksummen, kriegt man halt nicht mit, ob es logische Probleme mit den Daten gibt. Ob man irgendwie doch komischerweise, vielleicht ist der Index kaputt und man hat einen doppelten Primärschlüssel oder so. Das kriegt man nicht mit, wenn man einfach die Daten wegkopiert mit TAR oder so. Ja? Man kriegt das halt nur mit, wenn PG-Dump dann sagt, ja, das ist komisch, oder man den Dump sogar nicht mehr restoren kann. Leider kann man das nicht parallel machen. Ne? Das heißt, das ist dann halt, also man kann im Prinzip PG-Dump parallel einsetzen, dass man halt mehrere Tabellen gleichzeitig dumpt, geht aber mit nach Dev 0 nicht. Hatte ich mal ein Patch geschrieben, wurde aber nicht akzeptiert, weil auch wieder Corner Case oder nicht allgemein genug. Es liegt aber noch hier. Also wer sich die anschauen will, es funktioniert im Prinzip, muss man halt dann Postgres patchen, ist auch nicht so toll. Aber kann man machen, wenn das einem hilfreich ist. Also wir fänden das bei Kunden, um eben physikalische Backups zu validieren, komme ich gleich auch noch dazu. Aber was halt auf jeden Fall PG-Dump macht, ist, dass der Page-Header geprüft wird und auch die Daten dekodiert werden können. Aber es werden keine Indexe geprüft, das hatte ich schon mal gesagt. Also Indexe werden einfach nicht gedumpt und damit halt auch von PG-Dump nicht geprüft. Was es allerdings gibt, ist die sogenannte IAM-Check-Erweiterung. Die ist inzwischen auch im Postgres Core drin, gibt es aber auch als externes Projekt noch für ältere Versionen. Ich glaube, seit 9.6 ist sie drin, also schon seit ein paar Jahren. Bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, was der Status hier ist. Also B-Tree ist der Default-Index. Geometriedaten werden normalerweise als GIST gespeichert und dann gibt es halt noch verschiedene Sonderfälle. Aber ein Großteil wird damit schon mal abgefrühstückt. Ich glaube, GIST-Indexe sind inzwischen auch in der Version 12 dann drin. Bin ich jetzt allerdings nicht drauf festnageln, bitte. Das Problem ist, IAM-Check ist eine Erweiterung, die stellt SQL-Funktionen zur Verfügung und man kann nicht einfach IAM-Check auf der Kommandozeile schreiben, sondern man muss halt irgend so eine lange Funktion oder so eine lange SQL-Abfrage machen, die dann eben durch alle Daten oder alle Indexe oder alle B-Tree-Indexe in der Datenbank durchgeht und die überprüft. Wenn das erfolgreich ist, dann kann man davon ausgehen, dass es keine Probleme mit den Indexen gibt oder dass es auch keine duplizierten Datensätze gibt, also dass der gleiche Datensatz doppelt vorhanden ist in einem Unique-Index aus Versehen oder so. Genau, okay, seit Version 10 steht der hier drin. Das heißt, für 9.4 bis 9.6 gibt es hier noch den Support. Aber ist eigentlich, die Version in 10 ist da relativ stabil. Aber es ist zumindest meiner Meinung nach zu empfehlen, immer wieder hiermit die Index auch zu überprüfen, dass man da nicht. Also es gab relativ selten Probleme in Postgres, aber einige, es war immer mal wieder ein Bugfix, der gesagt hat, okay, der Index hat irgendwie das falsch abgespeichert in irgendeinem Corner Case. Deswegen will ich das auch nicht sagen, dass das komplett unnötig ist. Ansonsten, was noch wichtig ist und eigentlich auch der letzte Punkt, denke ich, ist die Validierung von Backups. Wie macht man das am besten? Vor allem, ja, man muss erstmal halt schauen, wenn man es eh nicht macht, dann weiß man halt nicht, ob die Backups überhaupt funktionieren. Und wenn man es auch nicht macht, dann weiß man auch nicht, ob der Restore-Prozess vielleicht überhaupt funktioniert. Und man muss dann erst sich irgendwas ausdenken, ja, wie war jetzt nochmal das Kommando, wenn man Notfall hat. Und das ist ja dann auch nicht das, was man will, sondern man sollte das immer üben. Und ich denke mal, mindestens einmal die Woche, wenn möglich, seine Produktionsinstanzen irgendwo auf einem Rechner restoren, um zu schauen, ob das funktioniert, beziehungsweise auch dann dadurch das Backup zu validieren. Es gibt, wie gesagt, zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal logische Backups, PG-Dump-basiert. Die kann man dadurch validieren, dass man sie einspielt in eine leere Datenbank mit PG-Restore. Wenn das funktioniert, dann kann man sicher sein, dass es... Ja? Frage? Okay, gut. Man kann entweder sinnvollerweise eine Restore-Instanz oder sowas haben. Die sollte am besten die gleiche Version haben vom Postgres. Man kann natürlich PG-Dump dafür wenden, das in eine andere Version reinzuspielen, aber wenn man das validieren will, sollte es die gleiche Version vom Postgres und auch dem Betriebssystem haben. Da muss er eben weiterhin sicher sein, oder man muss sich im Klaren sein, dass eben Indexe nicht gedumpt werden und man die eben
unabhängig prüfen sollte, zum Beispiel mit dem AM-Check, was ich eben gerade gesagt habe. Und oft ist es eben so, wenn es irgendwie ein halb oder ein ganzes Terabyte geht, dass PG-Dumps unhandlich werden und man die nicht so oft verwendet. Und da, was dann üblicherweise verwendet wird, sind eben diese physikalischen Backups, indem man ein Base-Backup benutzt, den Postgres in den sogenannten Backup-Modus stellt, das Datenverzeichnis wegkopiert als Base-Backup und dann die dazu Transaktionslogs abspeichert, die dann benutzt werden, um einen konsistenten Zustand wieder zu haben. Dafür hat man eine sogenannte Recovery-Conf-Datei, die dann sagt, was will man genau machen. Aber hier muss man sich im Klaren sein, wenn man das jetzt einfach testet und sagt, okay, ich spiele das Base-Backup irgendwo hin und ich habe eine Recovery-Conf und da sage ich, wo liegen die Transaktionslogs. Das Postgres, wenn man das nicht, also klar, wenn man es komplett falsch macht, dann wird Postgres nicht hochfahren, aber auch wenn irgendwas da korrupt ist im Datenbestand, wird Postgres trotzdem hochfahren und sagen, okay, es passt, weil das ja die Daten nicht überprüft, die man da hat. Erst wenn man tatsächlich dann einmal durch die ganzen Daten durchgegangen ist und es keine Probleme gibt, kann man sich sicher sein, dass dieses physikalische Backup tatsächlich funktioniert. Deswegen eben mein Vorschlag hier, einen Dump nach Dev0 zu machen, was halt ziemlich lange dauern kann bei Terabyte großen Datenbanken, vor allem wenn man viele Tabellen hat, die groß sind, dann wäre eben so ein paralleler Dump sinnvoll, gibt es leider nicht. Noch besser wäre dann, das nochmal in irgendeiner weiteren Instanz, also nicht nach Dev0 zu dumpen, sondern tatsächlich einen Dump zu machen und zu restoren, aber das ist vielleicht dann ein bisschen Overkill. Genau. Wie gesagt, immer würde ich empfehlen, trotzdem mindestens einmal die Woche einen logischen Dump zu machen. Das wäre so, jetzt gibt es dazu noch Fragen? Dump, Restore? Okay, das wäre so der Punkt. Ich glaube, hab noch ein bisschen Zeit. Okay. Also gibt es erstmal davon noch Fragen? Sonst kann ich vielleicht noch zwei, drei Sachen zu anderen Sachen sagen. Ja? Ja, genau, die Frage, was bringt der Dump nach Dev0? Der bringt halt eben den Vorteil, dass gerade jetzt bei der Validierung von einem physikalischen Backup, dass die Daten, die man da hat, von einem Postgres-Programm oder von Postgres selber in dem Fall geschrieben oder gelesen werden können und die konsistent gelesen werden können. Ja, wenn man einfach nur das physikalische Backup irgendwo einspielt, Postgres fährt dann hoch und sagt, ja, okay, das ist mein Zustand, aber der hat ja nicht irgendwie die Daten geprüft. Und dann, wenn man gar keine Dumps macht, hat man halt vielleicht vor 3 Wochen mal irgendeinen Block, gab es einen Bitflip, Postgres hat den nie gelesen und man macht immer schön die physikalischen Dumps, man fährt die immer hoch und es hat immer funktioniert, aber der Fehler ist halt weiterhin da. Erst wenn man einen Dump macht und damit dann halt durch alle Blöcke durchgeht und versucht, ja, was ist denn da tatsächlich für eine logische Daten drin, also die Dekodierung, dann kann man sich sicher sein, dass tatsächlich da kein Fehler ist. Ja? Entschuldigung, habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Genau, ja. Ist so, ja. Das ist eben nochmal der Kaviat hier. Ja, also hier, glaube ich. Ne? Indexe werden eben nicht gedumpt. Deswegen eben mein Punkt, aber muss man sich halt dann selber überlegen, wie viel man da machen will, aber das gibt eben diese Möglichkeit, zumindest hier Indexe sinnvoll zu validieren mit dieser AM-Check-Erweiterung inzwischen. Leider gibt es, ich fände es sinnvoll, oder würde ich mich auch mal dann irgendwann mal dran setzen, dass man da irgendwie mal ein Kommandozeilentool drum rumschreibt, so wie es Vacuum.db oder Reindex.db gibt, also eine AM-Check.db, ist ja im Prinzip eigentlich nur ein Wrapper drumrum, aber leider bis jetzt muss man das halt irgendwie so machen. Und es dauert natürlich auch ein bisschen, ja, bis Postgres, wenn man da viele, viele große Indexe hat. Du warst für ein Dateisystem-Snapshot? Ja. Die Frage war, ob man Postgres erst runterfahren sollte und dann den Snapshot machen und dann wieder hoch, oder? Okay, es gibt zwei Sachen. Wenn das der Snapshot oder das System, Storage-System, es garantieren kann, dass es konsistente Snapshots gibt zu dem Punkt, dann kann man theoretisch das so machen. Ansonsten ist es so, man kann Postgres in den sogenannten Backup-Modus geben, dann macht er so einen Checkpoint,
hat dann so eine Datei, wo drin steht, das ist der Checkpoint. Und man kann dann einen Snapshot oder man kann dann ein TAR oder man kann das Datenverzeichnis wegkopieren und muss aber halt dann sozusagen ein Recovery machen, wenn man es wieder hochfahren will, irgendwo anders, mit den Transaktionslogs. Das heißt, man muss Postgres für einen Snapshot nicht runterfahren. Natürlich ist das der Sicht, also das war früher so, man kann es runterfahren, dann ist man sich natürlich 100% sicher, dass das konsistent ist, aber man muss es nicht runterfahren. Aber man muss auch dazu sagen, man muss dann halt das auch gut testen. Also dass man da, gerade wenn man zum Beispiel, man kann ja auch von einem Standby versuchen, physikalische Backups zu machen, da muss man dann auch aufpassen, dass man da vom Handling her das Richtige macht. Das mal so als Beispiel hatten wir beim Kunden, da wurden die Snapshots, physikalischen Backups von einem Standby gemacht. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen jetzt Tests, ne? Also genau der Punkt, Validierung. Okay, wir haben einen Snapshot, wir haben die Transaktionslogs, Postgres fährt hoch, super. Und die haben erst ein paar Monate später gemerkt, dass sie dann noch eine Datei vergessen haben und deswegen die Daten selber eigentlich nicht konsistent waren. Erst als sie dann angefangen haben oder als wir damals dann diesen Dump jeweils danach noch eingeführt haben, haben wir plötzlich gemerkt, da gibt es Fehler in der Datenbank. Also dass das tatsächlich passieren kann, da muss man wirklich aufpassen. Wenn man ein externes Tool wie PG Backrest verwendet, dann kann man sich da relativ sicher sein, dass das das Richtige macht, auch von Standbys, aber wenn man das alles selber irgendwie mit Bash-Skripten oder so implementiert, dann muss man sehr gut testen, dass das alles stimmt. Also, warum ich jetzt hier stehe mit dem Mikro? Wir streamen und zeichnen auf, das heißt, Fragen, kurz die Hand heben, ich komme mit dem Mikro vorbei, damit die halt auch auf den Stream bzw. auf die Aufzeichnung kommen. Macht Sinn, weil sonst, wenn da hinten jemand was murmelt, ganz genau, dann ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen ganz kurz Handzeichen für Fragen. Also wenn wir jetzt schon die offizielle Fragesektion eingeleitet haben, ganz kurz, dann komme ich mit dem Mikro. Ja. Vielleicht nochmal eine kurze Frage zum Backup-Modus. Ist der Postgres dann für die Zeit read-only, also die Datenbank dann read-only oder setzt er praktisch den Checkpoint und an der Stelle bin ich auch sicher, den kriege ich auf jeden Fall recovered und danach, wenn ich Glück habe, im Transaktionslog. Das ist der Punkt. Also es ist eigentlich nicht viel Magie. Postgres macht einen Checkpoint. Danach stellt sicher, dass Postgres immer komplette Blöcke schreibt. Manchmal, also man gibt sogenannte Full Page Write Option. Wenn man das nicht anhat, dann würde Postgres nur irgendwie Teile von dem Block schreiben. Dann das wird angeschaltet. Aber ansonsten, man hat dann eine Datei, wo drin steht, das war jetzt hier mein Transaktionslog zu dem Checkpoint. Und dann muss man einfach nur die ganzen Transaktionslogs noch mitsichern und wieder einspielen. Und das funktioniert, ja. Fragen? Ein doppelter Primärschlüssel würde von dem RM-Check entdeckt werden, ja? Ja. Es gibt zwei Tests, es gibt hier einmal BT-Index-Check und einmal BT-Index-Parent-Check, glaube ich, als Funktion, aber meines Wissens wird ein doppelter Primärschlüssel im Prinzip von der Funktion schon entdeckt. Dann bei dem Parent ist dann einfach noch die B-Tree ist ja so ein Tree, dass da ja noch die Konsistenzen sind. Aber ja, das ist genau der Punkt, dass AM-Check hier dann eben überprüft, ob das im Moment, hier doch, der doppelte Index wird überprüft. Was man aber auch noch machen kann, wenn man hier heap all indexed für unique Indexe macht, kann man andersrum überprüfen, dass es nicht sozusagen fehlende Primärschlüsse gibt. Also dass eine Datenzeile in der Tabelle ist, die dann gar nicht im Index ist, andersrum. Also nicht doppelte, sondern fehlende. Kann man hiermit auch noch zusätzlich überprüfen. Weiß nicht, ob das jetzt, ehrlich gesagt, weiß jetzt nicht, wie groß das in der Praxis vorkommt, aber kann ja auch noch sein. Also genau bei diesen Local-Geschichten, also diese ganze, was ich am Anfang gesagt habe, dass die glibc falsch sortiert, das kriegt man auch alles hier mit dem ARM-Check dann hin. Kann man danach prüfen, ob es da Probleme gibt. Weil der dann auch eben sagt, wir haben jetzt hier, die Daten sind in dieser, die und die Daten und die Reihenfolge des Index stimmt nicht mit der Reihenfolge der Daten überein. Das wäre sozusagen das Problem. Das wird von einem Check gefunden. Und es kann ja auch sein, dass man will man fügt irgendwas ein. Nee, kann das sein? Weiß ich jetzt nicht genau. Also will ich jetzt nicht zu viel hier rum theoretisieren, aber im Prinzip ja, AM Check ist dafür da, genau solche Sachen zu finden. So, um das jetzt mal so zu sagen. Nach händisch, ja. Ich muss den. Ja. Dann muss man irgendwie halt schauen, was man macht. Ja, das stimmt natürlich. Ja, man kriegt halt dann von AM Check relativ kryptisch
die Probleme. Also das hat ja dann irgendwie die physikalischen Punkte. Man hat die und die beiden Sachen, stimmen nicht überein. Das ist in der Tat so, dass man sich da vielleicht dann an entweder Experten oder die Community oder so wenden muss. Ja, ich habe hier ein Problem, was mache ich? Also da gibt es jetzt kein, also das ist ein Check, das ist kein I'm Repair in dem Sinne. Da gibt es jetzt keine Ready-Made-Sache, wo jetzt, man ist ja auch dann schwierig, weil welchen von den beiden, wenn man Doppelte hat, will man denn dann haben? Ne? Also oft ist ja dann der Rest des Datensatzes anders und dann muss man sich ja irgendwie entscheiden, ist es der vorherige, der erste oder der zweite, das, was ich behalten will. Kann dann AM-Check auch nicht wissen. Na, schwierig, sie überhaupt zu finden und zu identifizieren, die beiden. Ist so, oder? Also ich meine, deswegen ist es halt wichtig, dass AM-Check jetzt hier das da machen kann. Ja. War da noch eine Frage? Oder? Ja. In meiner Firma wird halt PostgreSQL für einige Datenbanken benutzt und das Backup hat uns eigentlich bisher, wir haben also immer die gesamte Maschine gebackupt und dann noch zusätzlich veränderte Dateien seit dem letzten Backup. Und seit neuesten versuchen wir in der PostgreSQL-Conf die Wahl, da gibt es ja zwei Kommandos, die man dort angeben kann zum Backup des Wahl, der Wahlfiles. Das Archive-Command oder was meinst du? Ja. Okay, ja. Finden Sie das so in Ordnung oder würden Sie davon abraten? Also generell Archivierung ist das Wegkopieren der Transaktionslogs in irgendein Archiv. Ja, das muss man zum Beispiel machen, wenn man eben physikalische Backups macht. Ja, das ist sozusagen eine Voraussetzung, um physikalische Backups zu implementieren, ist, dass die Transaktionslogs eben weggespeichert werden und nicht wiederverwendet werden. Ich würde aber prinzipiell, je nachdem, also das klingt so, den Rechner einfach zu kopieren und dann die geänderten Dateien, halte ich nicht für. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten, also zwei verschiedene Backup-Systeme, die wir tatsächlich nutzen. Einmal die komplette virtuelle Maschine. Okay. Und dann noch zusätzlich zu bestimmten Zeitpunkten oder manuell die veränderten Dateien seit dem letzten Backup. Aber das ist ja dann im Endeffekt ein Ding, oder? Weil die änderten Dateien sind im Vergleich zu dem, was die virtuelle Maschine gemacht hat. Ist das richtig? Oder das sind halt auf verschiedenen Ebenen. Das halt, ja, schon, wenn das, aber wenn der Storage beispielsweise, auf den wir die virtuellen Maschinen speichern, ausfällt, dass wir halt schnell die virtuelle Maschine wiederherstellen können oder nur einzelne Dateien, falls irgendwelche Dateien gelöscht wurden. Also ersteres kann man natürlich machen, wenn das die virtuelle Maschine, wenn der sozusagen da das Backup der virtuellen Maschinentechnik funktioniert, da einen konsistenten Zustand zu haben, dann ist natürlich, denke ich mal, weiß ich nicht, sollte es hoffentlich funktionieren, dass wenn man das dann wieder hochfährt, dann bootet das neu oder hat es dann auch den ganzen Speicherinhalt? Ich meine, das ist ja die Frage. Ist es dann einfach ein Snapshot der ganzen virtuellen Maschine oder nur das Storage der virtuellen Maschine? Nur das Storage. Also ich würde es dann auch testen, irgendwie mal dann nochmal einen tatsächlichen Dump oder so zu machen, ob das wirklich dann konsistent ist, was Postgres dann sieht. Aber im Prinzip ist es halt dann ein Crash Recovery aus Postgres-Sicht. Das sieht dann, okay, ich bin irgendwie abgestürzt beim letzten Mal, wenn man das irgendwo anders hochfährt oder wieder hochfährt. Und sollte hoffentlich dann wieder konsistent hochfahren. Aber das ist dann kein Postgres-Backup. Das ist halt dann ein Betriebssystem-Backup in dem Sinne. Und gerade Sachen, wo man dann sagt, ich meine, ein Backup ist ja auch dann ein Punkt, wenn man sagt, oh, ups, ich habe jetzt irgendwie aus Versehen, also je nachdem, eine Tabelle gelöscht, ich will die jetzt irgendwie wiederherstellen. Das kriegt man ja dann überhaupt nicht mit sowas hin, weil da muss man halt vom Vortag das wieder einspielen und hat alle anderen Daten auch verloren. Ja. Ja. Also ich würde da empfehlen, vielleicht doch noch eine Postgres-spezifischere Sache zu haben. Ich hab jetzt nicht direkt über Backups geredet, aber klar, ein Punkt von Backups ist halt immer auch logische Fehler oder Probleme oder ups, ich habe aus Versehen eine Tabelle gelöscht, wiederherstellen zu können. Das ist halt dann eben eventuell nicht gegeben, wenn man nur den gesamten Speicher bedarf. Dafür braucht man entweder ein physikalisches Backup mit Transaktionslogs und kann dann über die Recovery-Conf hier sagen, okay, ich möchte den Zustand bis genau bevor ich die Tabelle gelöscht habe, wiederherstellen
Oder man braucht eben logische Backups wie pgdump, wo man dann einzelne Tabellen rausziehen kann und dann hat man halt wenigstens von der Tabelle den Stand von davor. Da hat man halt dann vielleicht alles verloren, was dazwischen geschrieben wurde. Dann muss man sich irgendwie überlegen, was man da am besten macht. Am besten wahrscheinlich ein Base-Backup auf einem Restore-Rechner einspielen, bis zu dem Zeitpunkt vorladen, dann diese eine Tabelle, die man aus Versehen gedroppt hat, dumpen und dann die dann halt in Produktion wieder einspielen. Das wäre der übliche Weg. Aber da braucht man eben dann dieses ganze Postgres-interne Machinery. Das würde eben mit einem virtuellen Snapshot, virtuellen Maschinen-Snapshot nicht funktionieren. Weitere Fragen? Gut. Sonst bin ich auch noch wir haben einen Stand hier, kreativ. Wenn es noch Fragen gibt, bin ich auch heute noch da am Stand meistens. Deswegen. Ansonsten vielen Dank.